Na komm, setz dich durch! Bring doch mal einen Körper rein! Sag mal! Selten einmal während seiner aktiven Laufbahn musste er hier auf der Bank Platz nehmen. Hans-Jürgen Dörner. In seiner neuen Funktion als Trainer der Juniorenmannschaft wird er nun von hier aus bemüht sein, dem Dresdner Fußball neue Impulse zu verleihen. Gestern vor der Oberliga-Begegnung mit dem 1. FC Magdeburg wurde der langjährige Kapitän unserer Fußballauswahl und der Dresdner Dynamo-Mannschaft offiziell verabschiedet. 867 Spiele, in denen er 220 Tore erzielte, hat der sympathische Dresdner für seine Schwarz-Gelben bestritten. 22.000 waren gekommen, um einem tadellosen Sportsmann ihrem Dixie Dank und Lebewohl zu sagen. Dank auch von den ehemaligen Mannschaftskameraden hier, vom neuen Kapitän Reinhard Häfner und auch von Dirk Stahmann, dem Kapitän der Magdeburger. Unter den Zuschauern auch der Vater und der Bruder von Hans-Jürgen Dörner. Zum letzten Mal am Anstoßpunkt. Danke und auf Wiedersehen, Hans-Jürgen Dörner.